Ich wollte. Erstmal die Knochen weg. Setzlinge, ja, genau. Ist aber auch nicht so einfach. So. Hätte ich mir auch für Birken noch ein paar mitnehmen können. Aber nö. Nö. Wo wollen wir denn mal hin? Ich werde mal da hinten etwas weiter schauen. Es sollte nicht allzu weit weg sein, sonst wachsen die Bäume gar nicht nach. Wenn wir da mit voller Wucht und Monstrosität uns hier durch die ganzen Bäume ackern. Uns mit der Klinge der Gewalt nützlich werden. Die auf das Holz hineindrischt. Um diesen wertvollen Rohstoff in unseren Händen zu halten und an dessen Schwere zu erliegen. Weil wir auch überhaupt nichts tragen können hier. Ja, unser Inventar, das kaum hat man da ein Gramm zu viel drin, da kann man hier sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist ja total unrealistisch. Als ob das Figürchen hier überhaupt nicht trainiert wäre. So. Der Baum auch. Ist natürlich nicht so ganz so spannend, aber mein Gott. Rohstoffe brauchen wir halt. Ich habe ja nachgeschaut, da ist sonst nirgendwo was gewesen. Da ist ja schon okay. Ich holze jetzt einfach mal ein Ding nach dem anderen ab. Eine richtige Baumfarm ist eigentlich ziemlich Quatsch. Da haben wir ja den Wald für. Ist zwar immer nett, um vorzuschieben, dass man irgendein neues Gebäude gebaut hat oder sowas. Aber naja, so richtig lohnen tut sich das nicht. Und so passt das ja auch. Ich meine, wir rennen hier jetzt einigermaßen fix durch die Gegend. Und da geht das schon, ne? Damit ihr Bescheid wisst hier. Ich hatte mir zwischendurch auch immer mal überlegt, was man denn eigentlich noch für Themen anquatschen könnte. Es ist ja, wenn man nicht unbedingt zu zweit spielt, ne, weil man hier im Koop nicht, aber wenn man zu zweit halt hier durch die Gegend klamüsert und alles hier sich anschaut und neu baut und sowas, dann ist natürlich der Fall, dass man zu zweit immer Gesprächsthemen gegenseitig sich zuwichtelt mit einer enormen Kompetenz, die nur selten anzutreffen ist. Und hier im Einzelfall, so wie jetzt gerade, wie ich hier runtergefallen bin, da geht es natürlich dann darum, dass man selber hier unterhalten kann. Ja, und das, damit man nicht immer nur sagt, aha, ich baue jetzt hier ein Holz ab, sagt man, ich baue jetzt hier einen Baum ab. Ja, dann habe ich mir halt ein bisschen überlegt, was man denn noch alles anquatschen könnte. Ist aber gar nicht so einfach, also kommt immer drauf an. Manche Themen fallen einem dann eher spontan ein. Oder sagen wir mal so, das, was ich mir überlegen würde, wäre halt nicht unbedingt so das aller... Also entweder wäre es halt nicht das Allerlustigste, weil es wieder irgendwo was mit ein bisschen Genörgel zu tun hat und so. Naja, das will ich halt nicht. Das hier soll ja seichte Unterhaltung werden. Oder aber es wäre halt so vom Thema her ein bisschen komplexer, dass ich mich dabei konzentrieren müsste oder mehr, als ich es hier gerade tun kann. Weil das teilt sich hier doch immer sehr stark auf. Das wissen wir ja mittlerweile, ne? Deswegen, ja, habe ich da spontan gerade überhaupt nichts parat. Ist toll, ne? Aber es mit der Konzentration, ne? Dass man hier auch noch reden kann. Es ist tatsächlich, ich glaube, das kann man bei... Also im Moment läuft ja noch Portal 2, der Koop. Da kann man das ja schön sehen, ne? Also Portal 2 ist ein wunderbares Spiel. Nur anderen Leuten dabei zuschauen ist, glaube ich, anstrengend, wenn man selber halbwegs mit dem Spiel was anfangen kann, ne? Das logische Denken und sowas. Weil man sieht da immer als Zuschauer viel, viel schneller, wie denn die eigentliche Lösung ist. Das heißt, man greift sich an den Kopf, schreit den Bildschirm an. Oder, was auch immer. Weil das Problem ist, wenn wir dabei auch noch reden, der Herr Nasti und ich, ne? Dann ist das echt so. Ich meine, das wurde ja schon oft genug gesagt und erklärt, dass wenn man hierbei beim Aufnehmen auch noch, beim Spielen auch noch quatschen muss, ist das gar nicht so einfach. Zumindest wenn man halbwegs sinnvolle Sachen sagen möchte. Naja, das aber, ich glaube, das kennen ja die meisten schon. Aber dafür gewürzen wir das immer mit äußerst bescheuerten Dialogen und Sprüchen und dann passt das dann auch schon wieder. So. Oh, schöner Baum. Pump. Oh, da ist ein Schwein. Was macht das denn da? Was ist eigentlich mit unseren Hausschweinen passiert? Oder unseren Vorgartenschwein? Hallo? Hallo, Schweine. Hallo. Ich habe überhaupt nichts dabei. Schade. Möchtest du einen Apfel? Wie den Apfel? Apfel. Fang.
Apfel! Ja, guckst du. Hol den Apfel, hol den Apfel. Heppa! Oh, ja, da, genau da ist er. Oh, schön. Oh, ich freue mich. Oh, es wird dunkel. Ich habe nichts für dich. Ich pflanze auf dem Weg ganz flott mal hier so ein paar Bäumeken ein. Jetzt hätte ich die gar nicht mitnehmen brauchen. Da auch. Und da auch einen hin. Anhand der Spuren hier können wir mal grob sehen, wo wir denn eigentlich waren. Man hätte auch immer direkt schon an der Stelle, wo denn der alte Baumstamm war, direkt einen neuen Setzling hinsetzen können, so wie jetzt gerade. Oder hier. Fast. Aber das wäre zu einfach. Deswegen setze ich einfach hier da, wo Platz ist, hin. Hier ist unser schöner Ausgang von der Höhle. In die Höhle müssen wir, oder will ich irgendwann auch nochmal etwas umfangreicher gehen, damit ich dort auch mal ein paar Diamanten finden kann. Damit nicht immer der Lapis in der Kiste verwechselt wird mit Diamant. Tja. So. Weil das ist, der ist in dem Texturenpack ja doch etwas ähnlich geraten. Wobei, der Lapis ist eigentlich eindeutig ziemlich blau. Und Diamanten sind eigentlich überhauer. Hauer! Sind eigentlich nicht blau. Und sehen auch anders aus. Auch im Texturenpack. Aber das, ja, es ist immer schön, die Kommentare zu lesen. Warum, wo hast du die 60 Diamanten her? Mach da mal was mit. Ja, ja, ist ja gut. Ich mache mir eine Lapis-Rüstung. Den Lapis-Lazuli. So. Viel zu viele Hände geknallt an Setzlingen. Und ein Gatter wollen wir hier auch nochmal bauen. Pam. Nein. Nein. Du auch nicht da hinten. Du auch nicht? Hallo, was ist denn los hier? Ich nehme einen Umweg. Hui, Platsch. Der Mond. The moon is shining through the water. Soll ich schnell pennen legen? Na, beide Türen zu, genau. Wunderbar, schon wieder ein Tag rum hier. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Holz eingesammelt. Ich hau mir nochmal direkt was an die Kauleiste. Oh ja, doch, das hat sich gelohnt. So, das tue ich hier zu dem Krempel. Ja, da machen wir uns direkt hier die Dinger draus. Pam. So, alles aufgefüllt, wunderbar. Knochen können wieder nach draußen kommen. Wenn hier denn nichts ist. Bip, 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 bip. Ich sehe nichts. So, Eisen. Da haben wir ja noch eine ganze Runde von da hinten in der Lagerwand quasi. Hier ist das Glas schon fertig. Das ist schön. Das kann ich einfach mal nach hinten verfrachten. Und ich habe mir immer noch nicht angeschaut, wie das Gipfelkreuz denn eigentlich aussieht. Wahrscheinlich wie ein Kreuz auf dem Gipfel. Da nicht. Da. So. Schwert wollte ich machen. Und zwar so. Unfassbar. Wie mache ich das denn hier drin mal? Ich schnappe mal noch ganz fix eben. Ich will einfach nur ganz kurz was probieren. Vielleicht probiere ich das in einer Kopie von der Welt auch noch mal ein bisschen aus, wie man denn hier drin das auskleiden könnte, wie es ein bisschen schöner werden könnte. Falls das, ja, je nachdem, was ich denn, ob ich da noch eine spontane Idee habe oder sowas. Dass man hier dazu ein bisschen machen kann. Das sieht schon wieder doof aus. Der muss schon frei bleiben. Obwohl, man könnte hier dann. Regal? Nee. So. Dann könnte man das Gelöt hier in die Ecke stopfen. Sieht, glaube ich, seltsam aus, aber ich probiere das mal. Mut zur Seltsamigkeit. Falls es das Wort gibt. Zack. Dann könnte man das auch heimlich von hier, von der Seite aus benutzen. Müsste dann nicht immer ganz reinrennen. Könnte man hier dann auch wieder noch weitere Kisten vorstellen, weil dann ist die Wand nicht so leer. Denn die Öfen könnte man... Hallo, Skelett. Na, na, wie ist? Schön, dich zu sehen. Oh, hast du dich schlafen gelegt? Wo kam das denn jetzt her? Ah, die Schafe. Krägt's. Ach ja, was es hier alles noch zu machen gibt.
Ja, doch, sieht schon schöner aus, wenn hier so ein bisschen das abgetrennt ist. Hier kann dann noch... könnte ich später haben. Ich glaube, dann stürze ich mich jetzt doch nicht in den Graben da unten rein. Sondern mache erstmal etwas Inneneinrichtung. Hier muss auch nochmal das schön ausgebessert werden. Oh, ach, eine Fackel ist das. Dass man hier auch noch den Holzweg weiter runterführt oder hier zu einem Kiesweg umwandelt, können wir ja direkt bis zu der Höhle da vorne machen. Wobei die ja gar nicht so spektakulär war. Aber es ist okay. Hallo Schaf! Mäh, mäh. Oh, der war gut. Hier war noch unser heimlicher Eingang, ne? Kann das so sein? Da ist er. Ach, guck mal, der führt hier ganz runter. Bevor ich da runtergehe, sollte ich mein Inventar ausmisten. Aber da konnte man ganz runter, ne? Das war doch so. Ich will mal gucken. Da oben ist schon direkt Eisen in der Wand. Aber bevor ich da irgendwas abbauen... Bevor ich da irgendwas abbauen will, muss ich tatsächlich erstmal alles ausleuchten unten. Da hinten zur Lava, da will ich hin. Hier könnte man tatsächlich so einen kleinen Holzsteg reinbauen, dass man hier ein paar Boote ranklatschen kann. Wäre, glaube ich, ganz hübsch vielleicht. Da hinten muss auch noch irgendein... Da könnte vielleicht eine Ruine drauf. Das ist so ein alter Vorposten war. Das schwebende Ding muss weg. Wäre doch vielleicht eine Idee. Ich meine, das sieht so extra aufgestelzt aus. Hier sieht man das Kreuz noch nicht. Das versteckt sich gerade ganz heimlich. Es ist ein bisschen schüchtern noch. Es ist noch jung. Da oben ist es. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ich kann ja noch... Ich kletter noch mal da drauf. Und Platscher! Hier hängt noch Lehm im Boden drin. Ja, der ist noch nicht alt genug. Der kann noch nicht von zu Hause raus. Und wir rennen jetzt einfach mal hier hoch und hatten gerade einen Frame-Einbruch. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn solange das das Einzige ist, was hier einbricht, bin ich zufrieden. Ja, so. Hierauf. Kommen wir hier denn rauf? Hallo Schaf. Dass hier auch die ganzen Schafe immer am Berg hängen, finde ich ja unfassbar. Es ist echt, glaube ich, es ist ein Spleen, ne, von euch hier immer auf dem Berg rumzuhängen. Immer da, wo man nicht wieder wegkommt. Oder gibt es da extra irgendwie eine Berechnung für... Für die Klippenschafe. Ach, guck mal, cool. Hm, schön. Doch, gefällt mir. Ich muss eben gucken. Der Pümpel hier, das ist ja, das ist, wo wir da immer rumrennen. Das, wo hier, genau, das war der andere Teil. Nee, das war der andere Teil. Ich könnte jetzt ranzoomen, glaube ich, oder? Ja, kann ich. Das wäre hier der Teil... Nee, das ist direkt schon vom Berg. Hallo? Nee. Ach, egal. Das schauen wir uns dann von woanders an. Ich könnte jetzt hier runterspringen, aber ich tue es nicht. Boah, Gewitter. Nee, Wind. Das wäre auch toll, wenn mich der Blitz jetzt hier trifft. Es gibt ja beim Gewitter auch Blitze, ne? Und dann brennt halt so ein bisschen was ab. Wäre allerdings voll ungumbo, wenn das mich jetzt treffen können würde. Ich meine, so leitend bin ich jetzt auch wieder nicht. Zwar verlockend, aber nicht leitend. Und wer noch hier die Locken hat, das bist du, kleines Schaf. Ja, genau du. Ich mache aus dir einen Strickpulli. Wenn ich denn... das sieht aber echt gefährlich aus. Wenn ich denn einen Körper hätte, der Wärme bräuchte. Ist ja warm genug hier. Wir könnten auch mal wieder irgendwann in Richtung Wüstengebiet rennen. Wäre doch auch mal was. Wird nicht dunkel, ich dachte schon. Erst mit dem Kreuz ist ganz gut so. Hat was Knuffiges. Das macht den Berg sympathisch. Vergibt ihn eine ganz gezielte Eleganz. Moo. Bist du ein Mutant? Nee, aber du guckst ein bisschen komisch. Hast du getuschte Wimpern? Muss eine weibliche Kuh sein. Die Birke ist, glaube ich, ein bisschen abgestorben, ne? So halb oder zumindest alt. Hallo Schwein. Hallo. Oh, du bist aber eine dicke Nase. Darf ich da mal popeln? Geht nicht, schade.